Nach 16 Jahren übernimmt ein Sozialdemokrat mal wieder das Kanzleramt. Und natürlich ist so ein Machtwechsel, egal durch welche Partei und Person dieser erfolgt, verknüpft mit Hoffnungen und Erwartungen. Mehr Fortschritt wagen, das ist das über allem stehende Leitmotiv dieser Ampelkoalition. Aber was heißt das eigentlich? Was will diese Regierung erreichen? Für sie ist es das erste Mal. Diese drei jungen Abgeordneten der Ampelparteien entscheiden mit bei der Kanzlerwahl. Für wen sie heute im Bundestag stimmen, klar. Wählen zusammen Olaf, ne? Ja, darauf freue ich mich ja auch. Vorfreude bei SPD, FDP und Grünen auf große Vorhaben. Der Mindestlohn soll auf 12 Euro angehoben werden, die Schuldenbremse bleibt und keine Steuererhöhungen. Außerdem soll gebaut werden 400.000 Wohnungen pro Jahr. Und zur Klimaregierung will die Ampel werden. Bis 2030 soll 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Dazu den CO2-Preis anheben. Von daher ist es, glaube ich, so eine Vorfreude und aber auch das Wissen, dass es richtig viel Arbeit wird. Die Union will dabei nicht blockieren, sondern das Land voranbringen. Dinge, die falsch sind, kritisieren, so Unionsfraktionschef Brinkhaus, aber auch mitmachen bei Dingen, die richtig sind. An die Rolle in der Opposition müssen sich CDU und CSU erst noch gewöhnen. Gratulieren will man Olaf Scholz heute trotzdem. Ich habe große Sympathien für ihn, weil ich glaube, er hat auch jetzt in den letzten Jahren einen ordentlichen Job gemacht in der Regierung Merkel. Nachdem Scholz voraussichtlich heute Mittag im Bundestag vereidigt wird, übergibt Merkel am Nachmittag das Bundeskanzleramt an ihren Nachfolger. Auch die neuen Minister werden dann in ihren Ministerien empfangen. Wir schauen in und vor den Deutschen Bundestag, im Deutschen Bundestag auf der Fraktionsebene. Da steht Michael Wöhlenweber vor dem Reichstagsgebäude Christina Lewinsky. Schauen wir erstmal rein, Michael Wöhlenweber. Die Wahl ist in jedem Fall sicher, davon ist auszugehen. Aber wie läuft das Prozedere heute ab? Was passiert da im Verlauf des Vormittags? Also Thomas, du hast natürlich recht, hier brennt nichts mehr an, denn die Koalition hat ja 47 Stimmen über den Durst. Olaf Scholz braucht 369 Stimmen und dann wird er Kanzler. Er wird Kanzler dann nämlich, weil offiziell ist er es erst, wenn er dann aus den Händen des Bundespräsidenten die Ernennungsurkunde erhalten hat, dann ist er wirklich offiziell Kanzler. Und wenn das dann geschehen ist, geht es zurück in den Bundestag und dann werden die Minister sozusagen ins Schlepptau genommen und zurück zum Bundespräsidenten. Dort werden sie dann ernannt und anschließend ebenfalls vereidigt. Also wir haben ein gewisses Hin und Her zwischen Schloss Bellevue und hier in dem Reichstag und dann am Nachmittag gibt es dann die offizielle Übergabe des Kanzleramtes Angela Merkel, die im Übrigen bei der Vereidigung und während der Zeremonie hier unten dann im Bundestag während des Wahlvorgangs dann ebenfalls auf der Tribüne sitzen wird, immer noch dann als geschäftsführende Bundeskanzlerin. Sie wird dann am Nachmittag 15 Uhr das Bundeskanzleramt übergeben. Da wird es sicherlich dann noch ein paar Worte geben und dann ja, darf schon regiert werden. Dann werden Ministerien übergeben. Morgen gibt es dann ebenfalls die Übergabe des Finanzministeriums an Christian Lindner, eine Bundestagsdebatte, eine Ministerpräsidentenkonferenz dann am Donnerstag und am Freitag geht es ja ab schon nach Paris für Olaf Scholz erste Auslandsreise. Michael, die Herausforderungen, vor der die neue Regierung steht, die sind nicht ohne. Mehr Fortschritt wagen ist eine Ansage. Welche Akzente wird diese Regierung setzen müssen in dieser Zeit? Naja, es ist natürlich jetzt ein Riesenprogramm, was diese neue Koalition da vor sich hat. Und wir werden alle mit Interesse natürlich beobachten, wie schnell da tatsächlich jetzt die Probleme angegangen werden. Klimaschutz natürlich steht ganz weit oben, aber Olaf Scholz hat natürlich auch versprochen, den Mindestlohn ganz, ganz schnell dann einzuführen. Also die Erhöhung auf 12 Euro, da erwarte ich also ganz schnell tatsächlich, dass da Gesetzentwürfe auf den Tisch gelegt werden. Aber ganz im Fokus natürlich in diesen Zeiten ist natürlich die Corona-Pandemie.
Pandemie. Und davon hängt natürlich auch der Start ab, ob der glückt für diese neue Ampelkoalition. Sie hängt in gewisser Maßen auch ein bisschen mit an den Inzidenzen. Man verfährt ja einen anderen Kurs als bisher, gibt den Ländern mehr Kompetenzen. Dann morgen im Bundestag wird das ja dann auch beschlossen, in der Hoffnung natürlich, dass das dann am Ende auch funktioniert. Die Impfpflicht wird im Übrigen für Krankenhäuser, Pflegeheime dann schon morgen beschlossen. Also es geht tatsächlich Schlag auf Schlag. So, aus dem Haus heraus, danke Michael, schauen wir davor zu Christina Lewinsky. Die steht dort, wo er dann ja in gar nicht allzu langer Zeit eintreffen wird. Und das ist natürlich ein großer Tag. Den verbringt man ja nicht allein. Mit wem wird Olaf Scholz eintreffen? Vor dem Reichstagsgebäude und dann gehen ins Reichstagsgebäude in den Bundestag? Ja, vor allem beginnt dieser Tag sehr früh, Thomas, für Olaf Scholz. Lang ausschlafen und gemütlich frühstücken ist da nicht. Wir erwarten ihn hier eigentlich innerhalb der nächsten Stunde, denn Punkt 9 Uhr wird er dann schon in geheimer Wahl gewählt im Bundestag. Du sagst es, er wird nicht alleine kommen. An seiner Seite wird seine Frau sein, Britta Ernst. Er wird sie mitnehmen, genauso wie die Eltern der beiden. Also auch seine Schwiegereltern und seine Eltern werden mit dabei sein. Heute natürlich ein großer, ein feierlicher Tag. Deswegen hat er angegeben, dass er eben diese Gäste mitbringen wird. Punkt 9 Uhr dann die geheime Wahl im Bundestag und danach geht es direkt für Olaf Scholz nach Schloss Bellevue. Dort erwartet ihn dann der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wird ihm offiziell seine Ernennungsurkunde übergeben. Dann geht es wieder zurück hier in den Bundestag und Punkt 12 Uhr wird dann Olaf Scholz hier den Eid leisten als dann 9. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und danach werden die Bundesminister und Ministerinnen in Schloss Bellevue vereidigt und sind dann auch offiziell im Amt. Also das heißt, ein Tag der Pickepack voll ist hier der Timetable von Olaf Scholz. Wir werden ihn hier erwarten, werden natürlich fragen, wie seine Stimmung ist. Vielleicht werden wir da schon das erste Wörtchen von ihm hören.